Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu Clash of Clans. Wie wir sehen können, wurde ich vor kurzem mal wieder angegriffen und habe verloren. Und ja, juckt mich nicht, ohne Witz, das juckt mich nicht, denn das gibt keine Klicks, ohne Witz. Mir fehlt sogar Elixier, weil mich alle Schlappen hier berauben, Mann. Was geht bei euch? Toll. Richtig gut. Wow. Ja, wenn wir Glück haben, kriegen wir heute noch ein bisschen was an Elixier reingedrückt. Von den 5-Sternen-Kriegskarten. Ansonsten sieht es schlecht aus. Ja. Ich produziere auch gerade übrigens sehr, sehr fleißig Bogies nach, weil mein Armeelager noch gar nicht voll war. Ah. Was vielleicht einen Grund haben kann, ne? Ganz eventuell, aber auch nur cool, ne? Ganz klar so sagen. So, ich würde sagen, da kommt ein Schub drauf. Mit 2 Mauerbrechern, wobei 2. Und dafür wird hier eine Truppe rausgelöscht, Fräulein. So, bitteschön. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob ich gerade eben schon Juwelen bekommen habe oder nicht. Wird sich zeigen. Abgelehnt, 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 abgelehnt. Ohne Scheiß, ne? Ey, ohne. Das ist echt. Ich kann mir echt an den Kopf fassen, so. Alter, ey, ohne Witz, Mann. Ihr hört's gerade, ne? Ich meine, man sieht doch, dass der Clan voll ist. Und jetzt guckt euch mal das an. Abgelehnt, 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 abgelehnt. Manche Leute. Ohne Witz. Oh Mann, ey. Da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll, ne? Vielleicht sollte man einfach die Fresse halten. Ganz vielleicht aber auch nur kurz, ne? Gut. So, Kinders, dann lasst uns angreifen nun. Ja? Lasst uns angreifen nun! Germi HD? Das gibt die Klicks immer noch nicht! Ohne Witz! Vielleicht gibt es ja die Klicks. Krass, ey. Eine Heilerin braucht einfach fast doppelt so viel Zeit wie ein Magier. Heftig, ne? Das ist zu krass, Oritz. Das ist zu krass. So. Wollen wir dann 2 Sterne holen, 3 Sterne holen? Ich bin ja sehr... Oh mein Gott. Hier kann man einen Stern holen. Definitiv. Und dann ist die Frage des Tages, können wir da vielleicht nochmal irgendwie reinplatzen? Geht das? Hui. Also es ist auf jeden Fall ein krasses Dorf, ne? Das muss man nicht sagen. Es ist ein sehr krasses Dorf. Ich werde hier wahrscheinlich auch nur einen Stern holen, weil, ja... Attacke! Einige kümmern sich jetzt bitte mal hier um das Scheiß. Ich hab den Testaturm gar nicht gesehen. Ja, Kacke! Wenn man sich hier einmal um die ganzen Lager kümmern, dann sowas. Meine Fräse. Aber gut, Kinders, tja, wir haben einen Stern bekommen. Ja. Jetzt haben wir verschwendeten Truppen, aber ohne Witz, das gibt alle Klicks, wenn ich den Titel schreibe. Beste Base HD. Ohne Witz. Das gibt die Klicks. Und wir haben was? Wir haben den Barbarenkönig umgebracht. Heftig. Krass, krass. Boah, die werden ja schon mit einem Schlag beseitigt, Mensch. Heftig, Alter. 130 Dunkles. Tja, schade, dass wir kein Lager haben, ne? Ich glaube nicht, mit diesem dunklen Elixier hätte man schon einiges machen können. Aber gut. Ohne Witz.
Ist mir egal nun. So, dann lass uns mal kurz die verlorene Verteidigung anschauen von dem guten Pawan Rettos Veo 01. Barbaren-Action, Boogie-Action, ja? Also es ist auf jeden Fall ein Loot-Angriff, das muss man dazu ganz klar sagen. Ne? Und da muss man sagen, hat er sich auch recht gute Sachen ausgesucht. Ne? Weil außen kommt halt immer auf die 50. Er kriegt es zwar nicht gebacken, um sich nach innen zu kämpfen. Naja, aber dafür, wie ihr sehen könnt... Hat er außen soweit alles abgerissen, was nicht mal drei auf dem Baum ist, die alte Wildsau. Meine Fräsen so. Hat jemand einen Angriff gezahlt? Ja, guck mal an. Randomly Luke hat geschrieben. Alles klar. Verteidigung gegen Mr. Clash of Clans. Well. Ja, jetzt hat er natürlich erstmal den Drachen vor sich, der gute Gegner. Und packt einen Magier aus. Ein Magier, der nicht auf den Drachen geht, sondern auf, naja... die Bauhütte. Warum auch immer. Und er hat sich wahrscheinlich damit abgefunden, den Drachen nicht zu besiegen. Okay. Macht Wutzauber mit den Riesen. Oh, das kann knackig werden auf jeden Fall. Packt seine Drachen aus. Hat sogar den Barbarenkönig ausgepackt. Die Ballons sind auch noch am Start, werden auch geheilt, aber naja, gegen die Luftabwehr haben die nicht auch einer Chance. Klar, es reicht, um einige Verteidigungstrupps zu zerstören, normal, klar. Aber die Luftabwehr kümmert sich gerade mütterlich um den Drachen da in der mittigen Seite. Und der Drache hätte sogar vielleicht geschafft, das Rathaus zu besiegen, ne? Es war knapp. Die Zeit wird ablaufen, definitiv. Die Zeit wird ablaufen oder der Drache wird sterben. Er wird sterben. Okay. Ja, also er hat ein bisschen was an Gold mitgenommen, was aber, glaube ich, für seine Verhältnisse gar nicht mal so gut ist. Und eine Elixier-Anzahl, über die man nicht reden müsste, ne? Wisst ihr Bescheid. So. Ja, wie ihr sehen könnt, ist bei mir noch ein Bauarbeiter frei. Und ich hätte vielleicht längst in meine Klarburg investieren sollen. Aber 800.000... Das habe ich jetzt mal nicht so parat, ne? Leider nicht. Leider nicht. Ohne Witz. Habe ich leider nicht. Von daher gesehen, naja, müssen wir uns damit abfinden. Keinen mitzunehmen, ist der Bescheid, ja. Keine Verbesserung meine ich natürlich wieder, ne? Mein Brain war wieder so ein bisschen AFK, ja. Ja. Dann würde ich sagen, lasse ich mir mal was spenden, weil ich habe ja sowieso ein Plus drin und, naja. Wenn ich keine Zauber habe, will ich wenigstens einen guten Truppennachschub haben. So. Der Luftfeger, ne? Ich meine, ich nutze ihn sowieso nie und ich kann ihn auch eigentlich verbessern, aber auch da fehlt mir das Gold. Ne? Ich habe auch jetzt mal anders gesagt, nichts mehr, woran ich investieren könnte, groß. Ne? Das dauert einfach 5 Tage. Das ist so heftig, ne? Dafür habe ich auch kein Geld. Also, die nächsten Goldinvestitionen, für die müssen hart gespart werden. Also, ich muss da echt hart sparen, Alter. Ohne Witz. Wobei, ich könnte jetzt eigentlich in einen Sammler investieren, weil ich das sowieso machen würde, ne? Dass ich halt ein paar Mauern mehr mitnehme. Aber wir müssen mal gucken, ne? Vielleicht finden wir ein Dorf mit 200.000 Goldloot und dann kriegen wir doch so ein bisschen was an Belohnung mit. Vielleicht reicht's ja, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht reicht's ja für irgendwas. Also zur Not reicht's für die Mauern, ne? So, ich habe folgende Truppen bekommen. 2 Riesen Level 2 und 5 Bogies Level 2. Gut. LOL. Schon gesehen.
Leider schon gesehen. Ha. Der Luca denkt wohl, ich würde die ganzen Klarnachrichten nicht lesen, ja? Meine Güte hier. Es ist ja wohl eine... Es ist die höchstgradigste Beleidigung, die ich hier jemals erfahren musste. Ja. Frechheit. Aber Leute, ich kann euch sagen, ne? Jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Noch nie hatte ich so ein gut aufgebautes Dorf. Ich glaube sogar, mein altes Dorf sah nicht mal so gut aus. Also ohne Witz. Ich bin mir so sicher, dass mein altes Dorf leicht schlechter aussah. Es war gerushter. Ich war, glaube ich, schon sogar Ratus Level 7. Ich bin mir da sehr sicher. Aber das Dorf sah längst nicht so stabil und gut aus wie jetzt gerade hier. Ne? Mit den Goldmauern, mit den... naja, ne? Kristallmauern, sage ich jetzt mal. Mit den Sammlern. Ich meine, guckt euch mal meine Sammler an. Die sind fast alle auf Level 10. Ne? Das ist heftig. Das hatte ich vorher auch noch nie. Also ich war echt... Ich bin echt beeindruckt, dass ich es so krass durchgezogen habe, sag ich jetzt mal, ne? Mit dem ganzen Scheiß hier, du. Geil, die geile Sau. Na, vielleicht werde ich auch irgendwann in diesem Let's Play Level 100 erreichen und vielleicht... Klappt's ja auch mal für... Weiß nicht. Für ein paar schöne Plätze in der Weltrangliste, bester Spieler und so weiter und so fort, ne? Vielleicht. Captain America. Ta! Platz 1, bester Spieler in Deutschland ist Carmelita. Carmelita. Der müsste sich irgendwo wahrscheinlich, ja, irgendwo auf den Top 100 Plätzen, so Top 50 oder so. Ja, 100, 100 bis 50 ungefähr. 5, 6, 5, 7. Ja. Ja, genau. Heftig, Alter. Krass. Also wirklich mein Respekt, ey, aber... ganz ehrlich, die kriegen doch wahrscheinlich alle die Gems in den Arsch geblasen oder geben dafür extremst viel aus. Kann das Stein? Oder? Oh Gott, ey, immer die Leute, nimmst du gerade auf? Das ist so eine, ich habe schon mal darüber gesagt, wie unnötig ich das finde, oder? Es ist einfach so eine unnötige Frage. Was ist denn der Unterschied, ob ich jetzt aufnehme oder nicht? Wo ist der Unterschied? Wo ist da der Unterschied, bitte? Also ganz ehrlich, Mann. Wenn hier diese kamerageilen Leute im Clan sind, können die auch gerne gehen. Weil darauf habe ich keinen Bock. Immer so, nimmt er gerade auf? Er nimmt gerade auf, oder? Hallo, das ist echt so behindert, ey, ohne Witze. Es ist so, als würden die Kinder irgendwie, weiß ich nicht. Übertriebenes Beispiel, aber ihr kennt ja bestimmt die ganzen Kinder, die so die ganzen Kameras sehen von irgendwelchen Fernsehteams und sagen so Hallo, 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 Hallo. Das ist so unnötig, Alter. Boah, junge Mädels, ey. Ohne es böse zu meinen, aber boah, Jungs, Mädels, ey. Wow. So, wo ich glaube, wir machen das hier, oder? Wohlen wir? Wir wohlen. Frage des Tages, wo greife ich ein? Ich glaube, ich mach's hier. Ja. Erstmal. Na, es tut mir jetzt gerade eben leid, falls ja jemanden irgendwie so ein bisschen. Na, ich will jetzt nicht sagen beleidige, aber. Ne, ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Ich glaube, ihr wisst ganz genau, wie ich das meine. Also, ne, es tut mir leid, wenn sich da jetzt jemand so ein bisschen angegriffen fühlt, aber, ey, ganz ehrlich. Ist es nicht vollkommen scheißegal, ob ich das hier aufnehme oder nicht? Ne, wie gesagt, ich verstehe den Sinn dahinter nicht, sowas zu fragen, weil... die Frage fällt halt einfach jedes Mal. Es hat einfach keinen Sinn. Ich sehe den Sinn dahinter nicht. Aber gut, Kinas. So, 50% sind definitiv drin in der Zeit, wo die ganzen... Naja, ich sag mal... Riesen... die Bogies ablenken, können wir, und mit wir meine ich Bogies, alles mitnehmen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. No, 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 no. Okay, sehr gut, 2 Sterne sogar geholt, was? Okay,
Krass, krass, krass. Und richtig gut Loot. Ey, das muss ich zeigen. So, Kinders, dann würde ich sagen, heimen wir uns mal eben ganz schnell die Schatzkammerbelohnung ein. Knapp 500.000 Gold. Investieren wir so ein bisschen Mauern rein. Und dann würde ich sagen, ja komm, wir machen mal so ein bisschen, so viel Mauer wie geht, ne? So, eine noch. Okay, doch gerettet. Kinders, beim nächsten Mal würde ich sagen, machen wir, glaube ich, so wieder so ein bisschen Story. Ja, ich denke mal schon, dass wir das machen werden. Wir machen, glaube ich, so ein bisschen Story. Und werden die nächsten Einzelspielerkampagne machen, weil, Leute, meine Bauarbeiter sind sowieso belegt und bis dahin, ne, wisst ihr Bescheid, brauche ich also keine weiteren. Naja, Goldvorräte mehr. Beziehungsweise ich farm das alles dann durch, ihr wisst Bescheid, ne? Gut. Also, Kinas, bis dahin. Ich farm das Geld alles dann durch die Einzelspielerkampagnen, so meine ich das, ne? Also, bis dahin, haut rein. Ciao.